Hallo ihr Lieben, euer Girl, Sirt hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Trading Card Game 2, den Invasion of Team Gia. Wir werden doch nicht Team Gia Nummer 4 rausfahren, ganz ehrlich, das Deck ist einfach zu schlecht und außerdem haben wir viel zu viel Psychoschwäche, wie wir schon gehört, dass die Geister-Pokémon verwenden oder treffen wir den Kampf-Pokémon nicht. Das möchte mir allerdings echt ersparen. Gucken wir mal, was im Pflanzenclub abgeht. Das sieht so schön aus jetzt. Vanessa. Ich bin Vanessa, ein Mitglied des Pflanzenclubs. Du bist Jessie und kämpfst mit Team Great Rocket, richtig? Nun, Clubmeister Nikki wurde von Gianna Machue aus dem Club vertrieben. Dieser Club gehört nun dem Shenlian Team Gia. Nimm auf jeden Fall das hier. Ich konnte es versteckt halten. Jo, wir bekommen einfach ein Booster Pack geschenkt. Das ist ja super schön. Mit maybe der besten Karte im Spiel, Computer Search. Nun Schlurp, auch sehr geil. Ein Hypnos, voll crazy. Ist gut, Pikachu und Monitas. Ja. Bitte frag Britta, wo Nikki sich versteckt hat. Wir haben einfach die Computersuche bekommen. I love it so much. Das ist natürlich einfach nur amazing. Trotzdem ist unser Deck immer noch nicht gut. Laura. Mein Name ist Laura. Ich bin natürlich Mitglied im Pflanzenclub. Unser Clubmeister Niki ist aus dem Club geflohen. Mir wurde gesagt, ich soll dir das hier geben, wenn du vorbeikommst. Also der Pflanzenclub gefällt mir. Boosterpackung for free. Flamare. Schlechte Knurker. Plus Power. Noch ein Trader. Ja, so langsam jetzt. Bitte gib dein Bestes, um Niki zu helfen. Britta weiß, wohin sie geflohen ist. Du findest Britta dort drüben, wo er Duelltisch ist. Hui. Cool. Dann überarbeite ich mal das Deck. Ganz ehrlich. Ach, ich glaube, es wird Zeit, Leute. Wie ging das nochmal? Ich will eigentlich jetzt das Starterdeck nochmal haben. Nein, 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 nein. Hier. Deck bauen. Ja, baue ich halt das andere ab. Juhu! Weil hier haben wir jetzt so richtig coole Sachen. Und wenn die Pflanzen-Pokémon hat, hehe, bei Britta hat er irgendwie die Evoli-Entwicklung oder so, ne? Irgendwas war da. Wir schauen mal. Ich nehme lieber das gute Glühmann, ne? Ich nehme ja auch Glurak, ne? Ah, das ist halt nicht gut, das Vulnone, also. Flamara können wir mal mit einem schlechten Vulkanus rauspacken. Haben wir überhaupt Evoli? Ja, eins war besser als nichts. Besser als nichts. Kratfratz, Radikal, ja, warum nicht? Ganz ehrlich, halt nichts von diesen Mischmasch-Decks. Dann mache ich vielleicht auch die Vulpix und das Vulnone noch rein. So, und jetzt geht's ab. Ja, wir haben zu viele Pokémon. Energy Surge, Professor, Trank. Das ganze geilen Sachen packen wir jetzt rein. Oh ja, habe ich richtig Lust drauf. Ja. Kampfenergien raus. Die coolen Energien rein. Mehr Feuerenergie. Ja, dann passt das schon. 16 Feuerenergie. Reicht hoffentlich. Ich hoffe es. Speichern wir mal so. Und dann fordern wir mal die Britta heraus. Hi, ich sehe fast genauso aus wie du.
Hey, du Dach, ich bin Britta vom Pflanzenclub. Sag, du bist Schätzchens Kind, das hinter dir an der Matur her ist, oder? Wenn du ihn schlagen willst, musst du zuerst mit Niki sprechen, besiege mich. Und ich verrate dir, wo sie ist. Verliere. Und jetzt sehe gar nichts. Wenn du bereit bist, deine Fähigkeiten zu testen, dann lass uns kämpfen. In diesem Fall 4 Preiskarten. Naja. Die war so ein bisschen tricky. Aber wir haben das ultimative Feuerdeck mit ganz vielen Farblosen. Das wird schon. Schade, das alte Glück mal nachkommt. Fangen wir mit Radfratz an, damit machst du nie was falsch. Das wäre jetzt zum Beispiel schon 2 Pokémon-Trader haben, gefällt mir auch. Klar, 2 Professor Eich wäre besser. Aber man nimmt, was man kriegen kann. So, Girl. Kannst du mal 20 zum Mitnehmen? Das ist ein neuer Bisasamen. Das alte war irgendwie cooler. Gefühlt hier ist Gegner-Deck hat Bill. Ja, und das war es auch schon, ne? Das war es auch schon, ja. Außer ich heile jetzt auch. Ganz ehrlich. Dann soll Glumanda es lieber regeln. Dann macht ja auch 20 Schaden aufgrund von Schwäche. Kratzer! Schlitz! Die Britta. Man kennt sie. 30! Oh, vielleicht ist das Bisasamen noch besser als das alte. 30 ist echt viel. Oh, hallo Glurak. Ich werde das Glurak jetzt leider traden, weil Glutexus ist aktuell wichtiger. Da ist es. Kann ich natürlich noch nicht verwenden. Fehlen mir viel zu viele Energiekarten. Aber immerhin ist Bisasamen schon mal eine Schicht ab. Ach! Ey, Britta, ich weiß ja nicht. Deutze. Das arme Girl. Jawohl, genauso stark wie ich dachte. Ihr nehmt diese Boosterpackung. Packungen. Boah, der Pflanzenclub. Er schleimt sich einmal mir. Toll, nochmal das Zapdos. Und cool, gib mir lieber einen Galopper. Ich glaube, wir spielen wieder Hybrid. Ich habe mich gerade dazu entschlossen, mit Hybrid zu spielen, weil das Nocturne ist einfach zu gut. Du weißt, wo Niki sich versteckt hat, richtig? Findest du bei Ishihara. Das Haus in der Nähe des nordwestlichen Kaps. Eile schnell zu Ishiharas Haus und rede mit Niki. Watashi wa Ishihara des. Tja, und so schnell wendet sich das Blatt, ihr Lieben. So schnell wendet sich das Blatt. Ja. Was soll ich dazu nur sagen? Hm. 2 Radfratz reichen mir. Nee, das Deck ist immer noch nicht richtig, ne? Jetzt brauche ich ja wieder Kampfenergie. 6 Stück reichen. Tja, und schon sind wir im Business, ne? Mit Nocturne. Nocturne ist so gut. Oh mein Gott. Dann gehen wir mal zu Niki. Mein Ishiharas. Wir waren zwar schon mal bei Ishihara, da war es so komischerweise nicht da, aber hey. Guten Tag, mein Name ist Ishihara. Ich liebe es, seltene Pokémon-Karten zu sammeln und du musst mich entschuldigen. Ich habe jetzt nicht Zeit dafür. Bitte höre dir bitte von Niki zum Pflanzenclub an. Ja, mein Name ist Niki. Clubmeister des Pflanzenclubs. Du bist gegen Britta angetreten, um meinen Aufenthaltsort zu erfahren, oder? Vielen Dank, Jesse. Wenn du Britta schlagen konntest, bist du sicher vertrauenswürdig. Bitte nimm dies. Es könnte im Kampf gegen Great Rock in Nummer 2 nützlich sein.
Das Great Rocket Nummer 2 Konterdeck. Bitte nimm auch noch das. Hui. Die Mühe-Plammeln zu uns, weil gegen sie gefaltet haben. Das ist sehr süß. Mal schon wieder eine neue Coin. Knuffig. Steht der Freiheit, in künftigen Duellen zu benutzen, wie es dir beliebt. Bitte gib dein Bestes für die Rettung des Pflanzenclubs. Das ist natürlich die Frage. Was ist hier eigentlich drin? Dieser Samen, dieser Knospen, Hornio, Kukuna, Paras, Parasek. Nichts Cooles, ganz ehrlich. Das, was hier drin ist, ist absolut Müll. Kann ich natürlich nicht benutzen. Aber vielleicht ein paar neue Trainerkarten, die was können. Ja, noch ein Professor Eich. Oh ja, oh ja. Ich bin sowas von drin, ne? Deck speichern, dieses Deck sichern. Ja, ich speichere das, falls wir es natürlich dann doch nochmal irgendwie haben wollen, aber ich vernichte es jetzt. Es tut mir leid, Niki. Ich vernichte es. Ich war jetzt so glücklich über mein aktuelles Deck, dass ich das auf jeden Fall behalten will. Ja, wir haben halt keinen Shiki, ne? Wir hatten halt Dark Turtok. Das Einzige, was mich reizt, sind halt Carpador und Garados, ne? Die werden es jetzt echt. Naja. Zweimal Professor Eich. Energieabsau nehme ich natürlich auch mit. Super Trank. Hä? So. Ein Super Trank reicht. Machen wir dafür einen Trank raus. Plus Power. Ich mach die jetzt mal raus. Genau so wie ein Tausch. Wir haben einen dritten Bill heute. Dreimal Bill, zweimal Professor Eich. So langsam, aber sicher. Jetzt was. So langsam, aber sicher. Evoli Flamara mache ich jetzt mal raus. Das wäre dann doch ein bisschen too much. Dann machen wir noch eine Feuerenergie rein. Cool. Doch. Das war es zu gefallen. Jetzt soll ich den Pflanzenclub rächen. Dann schauen wir mal, was hier abgeht. Voll cool mit so einem Springbrunnen. Da habe ich jetzt hier niemand da. Da finde ich jetzt ein Team Great Rocket 2. Weiß auch niemand, ne? Schon ein bisschen crazy, das Spiel, wenn ihr mich fragt. Es geht hier eigentlich ab. Hey, sag mal, findest du Makuni auch seltsam? Er kleidet sich schwarz und hält sich nahe der Ecken der Räume auf. Ich meine, eigentlich verhält sich Team GA auch seltsam, aber sie sind problematischer. Ja, der macht wenigstens keinen Mist und klaut keine Pokémon-Karten, ne, Makuni. Ja, unsere Karten wurden gestohlen. Jetzt kann niemand mehr spielen. Und seitdem die Clubmeisterin eingesperrt wurde, ist es hoffnungslos, oder? Ja, so eine Polizei wäre mal ganz gut hier in der Welt. Die Meisterin vom Wasserclub Lisa wurde gefangen genommen. Wir werden sie nie wiedersehen. Ja, du guckst sie auch eh nur auf den Bikini und auf die Brüste. Alter Mann, nur am Spannen hier im Wasserclub. Ich heiße Felix. Ich bin jetzt das einzige Freimitglied des Wasserclubs. Dank Clubmeisterin Lisa konnte ich unverletzt entkommen. Lisa, Sarah und Julia wurden alle von Great Rocket Number 3 gefangen genommen. Du musst uns helfen, Team Great Rocket zu besiegen, Jesse. GR Number 3 ist mit dem gefangenen Mädchen in unserer Spielhalle. Jedoch bist du erst bereit, ihn herauszufordern, wenn du mich besiegen kannst. Möchtest du gegen Felix mit dem Feuerdeck antreten? Ja. Wir spielen um 4 Preisgern. Los geht's. Das war so der Zimt von dieser eingehende Flut. Ja, ich hab Feuerdeck, ne? Ich hoffe, ich zieh Nocturne oder so. Feuer gegen Wasser, Leute. Immerhin
zweimal Professor Eich. Toll. Glumanda und Glutex immerhin noch. Fängt schon richtig krack hier an. Ich weiß doch nicht, wo ich hin soll. Ja, wie jetzt? Machst du jetzt direkt 40 Schaden oder was? Das schaffe ich ja nie. Oh, ich habe keinen Bock, wieder das Deck umzuswitchen. Das nervt. Bill, rette mich. Ja, toll. Hey, Energiesuche. Ich habe eine Feuerenergie gegen Wasserdeck. Juhu. Ausgerechnet Sternenwurf, der direkt mit 40 zuschlägt, ne? Da muss ich echt nichts mehr zu sagen. Ja, ist verloren. Was soll ich jetzt machen? Sternenwurf macht jetzt wieder 40. Ja, ist das scheiße. Oh, ist das blöd, Leute. Ich probiere es gleich nochmal. Ganz ehrlich, dass er auch direkt Sternenwurf hat. Ist, ja, unfortunate. Ich hätte ja auch Noctarmen können mit Kampfenergie am Anfang. Dann wäre es hier ein bisschen anders gelaufen. Hier, ich gebe auf, Felix. Freue dich. Freue dich, dass du das erste Mal gegen mich gewonnen hast. Und auch so ein billiges Mistdeck hab. Oh Mann, ey. Ja, was soll ich Bisasam oder Kokuna nehmen, wenn ich nicht mal Bibor und so hab? Was soll denn der Quatsch? Kein Bisaflor, kein Bibor, kein Smetball. Ich glaube, ich bin ziemlich stark. Fühlt sich gut genug, ja. Komm, Rematch hier, mein Feuerdeck. Komm, ich brauche jetzt Glück. Ich nehme jetzt die Myraplan-Münze. Ändere das jetzt auf Wasser. So. Kumpel. Der blöde Simp, ey. Der ist so ein richtiger Playboy. Kann die ganze Zeit im Pool baden mit drei verschiedenen Girls. Das ist schon witzig. Der olle Playboy, ey. Und ich hab schon wieder nur einen Glumanda, ja. Also. Ja, was soll ich denn machen? Vielleicht das Noctan nicht Zios, Radfratz oder Taurus oder so. Ich habe ja gute Karten im Deck. Na, ist wieder direkt Stern und nee, Carpador. Carpador komme ich nur gerade so klar. Ist doch mal ehrlich. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber dem möchte ich irgendwie aus dem Weg räumen. Den möchte ich irgendwie aus dem Weg räumen. Außer hätte ich Krabdo angegriffen, hätte er mich für sich mit Dreschpflege 40 aufgrund von Schwäche. Ja, hol dir nur noch einen Krabbi. Herzlichen Glückwunsch. Energy Search. Kampfenergie mal rausfischen. So, jetzt muss ich mich hier in Glutex so verwandeln. Weil ich sag's euch, wie es ist. Der will mich sonst one-hitten. Oder auch nicht. Weil Familienhof macht. Jetzt hat noch eine Energiekarte angelegt. Hat halt 40 Schaden gemacht. Das neue Glumanda hat nur 40. Tja. Dann wär's passiert. Jetzt können wir wegschlitzen. Das kann nicht sein hier. Nur Feuer-Pokémon. Naja, mit Carpador wird er uns auf jeden Fall nicht besiegen. Sehr schön, dass du 20 Schaden machst. Ich gratuliere dir von ganzem Herzen. Das wird nur leider nicht reichen, Kumpel. Trank Energy.
haben eine kleine Heilung mit drin. Ja, normalerweise nutze ich mal die Schwächen aus. Aber diesmal wird voll ein anderer Mensch. Nee, Kumpel. Achso, der macht nur Familienruf. Ich dachte, er macht jetzt hier den 40er-Angriff. Wie schön, dass wir endlich Energieabsorber haben. Wie schön. Flammenwurf, just for fun. Um die Krabbi-Schmau aus dem Weg zu räumen. Nicht, dass gleich ein fettes Kingler da steht. Jetzt guckt, ich verliere mit dem Wasserdeck gegen Feuerdeck. Meine Mutter hat schon mal gesagt, aus dir wird nichts. Tja. Gute Reise. Auf Nimmerwiedersehen, Felix. Du hast gerade gegen ein Feuerdeck verloren. Du bist einfach nur ein Versager. Ich wurde besiegt. Hier, nimm diese Boosterpackung. Irgendwas Cooles. Ja, vielleicht jetzt habt ihr das eigentlich noch bekommen. Okay. Damit sind wir wieder im Business, Leute. Wir haben so viel Professor Eich, wir haben jetzt auch tatsächlich nur einen Relaxer, das wir auch verwenden können schon. Ja, aber ohne doppelt farblos lieber nicht. Du magst mich besiegt haben, also verlierst besser nicht gegen Team GA. Hoffen wir doch mal nicht. Ich weiß auch nicht, was die jetzt haben. Leute. Dreimal Professor Eich, viermal Bill. Wir sind sowas von Business drin. Ne? Kann der Pokédex auch verschwinden? Film taucht ruhig raus. So, oh mein Gott, wir sind im Business. Da sind die Girls. Julia, Amy und keine Ahnung, wie andere hier ist. Sarah, glaube ich. Und du so? Ich bin GR Number 3 vom Team GR. Der Wasserclub steht unter meiner Kontrolle. Die Girls sind gefangen und ich kann sie die ganze Zeit bespannen und auf ihre Brüste glotzen. Sieh den Pool genau an. Ich sehe ihn mir nämlich schon die ganze Zeit genau an. Vor allem gucke ich auf die Girls die ganze Zeit. Boah, was für ein Perverser. Wir müssen die retten. Schau dir nur die Clubmitglieder an. Sarah. You liar. Clubmeisterin Lisa. Aber Felix rannte davon, bevor ich den kleinen Welpen fangen konnte. Aber ich stehe ja eh nicht auf Boys. Aber warum bist du hier? Du willst, dass ich sie aus ihrem Käfig lasse? Also gut. Wenn du mich im Duell besiegen kannst, dann lasse ich sie frei. 6. Wir spielen um 6 Preiskarten. Wie komisch er guckt. Tja, nochmal Friedeck. Mit einem Blitz auf sein Gesicht. Heißt er nicht, der letzte Typ mit einer Pflanzenmaske hat auch keine Pflanzen-Pokémon. Hauptsache, der hat jetzt nicht Wasser. Wasser wäre das Schlimmste. Fangen wir mit Macholo an. Schön 20er Damage immer. Oh Leute, wir haben 4 Bild, 3 Professor Eich. Dream-Szenario, das ist schon mal super. Alles, was du brauchst. Die Mühepap, sonst bringen mir kein Glück mehr. Der Boss hat immer recht. Du suchst entdeckt nach einer Evolutionskarte mit dem Zusatz Dark. Zeige sie deinen Gegner und nimm sie auf die Hand. Toll, das dunkle Glutexo. Ja, ob ich damit schon fertig werde, ich weiß ja nicht. Aber der hat jetzt auch Feuer. Gut zu wissen. Bill! Noch ein Radfratz. Professor Eich, ja, jetzt wird das Spiel langsam Spaß. Jetzt kann man hier ein bisschen was machen, ne? Und einmal ein Kick. Ich weiß nicht, wie viel der Heuler reduziert. Ja, immerhin. Nur um 10. Das Coole ist, die dunklen Pokémon, ihr seht das, die haben so wenig Energie. Das ist doch nicht der Schweif von Glutexo.
just no comment. Ja, also die dunklen Pokémon, die bösen Pokémon sind gar nicht so gut. Die haben halt manchmal ganz coole Effekte und Attacken, aber viel zu wenig Energie. Was bringt dir das? Guck mal, das war gar kein Plus jetzt hier. Verliert trotzdem ein Macholo. Was ist? Also. Nee. Ich finde die Idee cool mit den dunklen Pokémon, aber sind leider Gottes nicht so gut. Ich kenne ein paar Ausnahmen, das dunkle. Was war das? Dunkle. Diflor zum Beispiel. Das war krass. Weil das schaltet nämlich die Trainerkarten aus. Aber sonst. Sonst eigentlich kein dunkles Pokémon so richtig gut. Die sind eigentlich immer schlechter. Aber das werden wir noch im Laufe des Let's Plays auf jeden Fall sehen. Doch, doch. Und hier haben wir einen Bill. Oh, jetzt sind wir back in business. Ich fühle mich wieder so gut. Wie in Pokémon Trading Card Game 1. Das Deck ist zwar komplette Grütze. Aber. Aber. Oh, ich habe gar keinen. Oh, das war so fail. Na komm. Nehmen wir einen Trader auch noch. Ja, aber wir können halt wenigstens vernünftig Karten ziehen. Versteht ihr? Radikal hätte ich gerne. Und 7 neue, bitte. Brauchen wir Detektor. Item-Fallen haben wir noch nicht. Tja, jetzt können die Maschok rausmachen. Ne? Mach ich auch, aber erst wechsel ich. Ponita rein. Maschok raus. Achso, ich habe das Commander doch, aber ich hat's halt schon ausgespielt in dem Zug. Na gut. 30 Schaden. Das ist der einzige Grund, warum das Ponita im Deck ist. Dem nicht mein Galopp, aber 30 Damage. Ist halt schon cool. Kannst ruhig rumheulen. Das wird ihn nicht retten. Boah, der Typ ist ja ein Vollversager. Der kann ja irgendwie gar nichts. Irgendwie nicht, oder? Glimmer down. Ich glaube, der hat auch nur ein Pokémon jetzt. Hui. Also der erste Tier-Typ war ein bisschen nervig, aber gut, jetzt haben wir auch schon ein paar bessere Karten. Dreimal Bill. Ne, viermal Bill sogar. Dreimal Professor Eich, so. Und ich glaube, der hat eine Feuerschwäche und wird jetzt hier down gehen. Wow. Das war mal richtig easy. Brauchen wir keinen Professor Eich oder so mehr ausspielen, wir haben so schon gewonnen. Ha! Boah, war das easy. Kollege, das war peinlich für dein ganzes Team. Du hast also gewonnen, dann werde ich mich verabschieden. Denn du nimmst diese entzückenden Booster-Packung. Juhu, eine neue Rocket-Card. Nicht schlecht. Schläft jetzt. Joa. Kann mit arbeiten. Das dunkle Blitzer ist ganz gut, hat aber nur 50 KP, ne? Aber die Moves sind eigentlich nice. Die sehen so lustig aus, die Karten. Oh, neues Ponita. 30. Oh, muss was ablegen. Ja, toll. Dunkles Radikal. Ich glaube, das ist besser als das, was wir haben. Eigentlich, ach, bei Zahl keine Wirkung. Oh, nee, danke du. Nee. Da habe ich doch lieber mein Radikal mit 10 KP mehr. Nee, nee. Dunkles Radikal, not a fan, girl. Und noch eine Insel. Insel-Booster-Packung. Das coole Raichu ist back. Das gute Magma. Oh, das können wir auch ins Deck verfrachten. Das Feuerdeck. Fossil, das gute Enchon. Dass die Trainerkarten sperrt mit dem Angriff. Ja. Ich befreie die Clubmilie jetzt aus ihren Käfigen. Los geht's. Los, Girls. Ihr seid wieder frei. Normalerweise hat er es jetzt verdient, gefesselt zu werden und ausgepeitscht zu werden, ey.
sperrte die Girls dann im Pool ein, es wird ja auch irgendwann kalt. Dann spannt er die nur, ey. Absolut widerlich, der Typ. Glaube nicht, dass du gewonnen hast. Ich habe noch den Feuerclub unter meiner Kontrolle. Ich warte auf dich beim Feuerclub, Kind. Ich heiße Lisa. Ich bin die Meisterin des Wasserclubs. Vielen Dank, dass du als Mitglied von Team GR besiegt hast. Hier, nimm dir das Deck als Belohnung für deinen Sieg. Es wird später im Kampf gegen GR Nummer 3 nützlich sein. Cool, noch ein Deck. Das ist auch noch für dich. Wir bekommen die Watercoin. Mit Stami. Cool. Ja, so langsam einige Münzen. Hast gut, die Münzen nach Lust und Laune zu wechseln. Tja, Nummer 4 ist jetzt im Feuerclub. Sei besonders vorsichtig bei ihm. Ich weiß, wie wir es Erfolg haben, Jesse. Julia und ich sind beinahe im Pool ertrunken. Wir waren so erschöpft vom Schwimmen in diesem Käfig. Danke, Jesse. Du hast uns zur richtigen Zeit gerettet. Oh Gott. Hat sie also fast getötet. So brutal war nicht mal Team Rocket. Ich bin Julia. Vielen Dank für deine Hilfe. Nur du hast es schaffen können, Jesse. Julia! Du Lügnerin, Julia! Ja, okay. Die Girls sind schon mal sehr dankbar, dass wir hier die Anna mal Free Panne steckt. Ach, mit Akane gehen wir weg. Hey, wir haben jetzt endlich Galopper. Cool. Shiri Shilok, auch das Dark Turtok. Ich hätte gerne wieder mal altes Turtok, damit ich wieder mein Lieblingsdeck bauen kann. Aber Gardos haben wir auch schon. Was haben wir noch bekommen? Porenta, naja. Energie ist wohl noch im Professor Eich. Drei Eichs reichen noch ein Hyperheiler. Noch ein Pokémon-Trader und noch ein Bill. Und ganz viel Energiekarten. Supi. Speichern wir mal so. Bam. Ja, nimm mal Free Punish Deck. So, und jetzt werde ich das Eiskern löschen. I'm so sorry. Jetzt gucke ich mal, ob ich das modifizieren kann. Natürlich kann ich es modifizieren. Und zwar mit einem Galopper. Ja, das Punita war Mist. Schön Magma noch reinpacken. Ja, die Radfratz Radikal. Zu langsam als sicher. Muss mich von denen mal loslassen, glaube ich. Computersuche wäre jetzt schöner gewesen, aber ich will mich nie beschweren. Supi! Gut! Wir haben den Wasserclub gerettet. Hey Jesse, sagen wir, das ist ein großes Lächeln! Dieser Gian Nummer 3 ist so schnell hinausgerannt, bis er einige Karten fallen gelassen hat. Ich nehme diese Insel-Boosterpackung hier, du kannst die andere haben. Eine legendäre Boosterpackung. Ich hoffe, er will nicht battlen. Ich bin nämlich nicht vorbereitet auf den Kampf. Fuck yeah! Wir haben wieder das Regentanz-Deck. Wir haben Turtok. Wir sind so aus dem Business. Wir haben Gyarados. Finde nur mein geliebtes Arktos. Fuck yeah. Oh mein Gott. Bald sein Rhythmus. Beim Besiegen der Team Chia mit dir bei. Ich helfe dir bei, indem ich alle Boosterpackungen teile, die ich finde. Bis später, Jesse. Eigentlich würde ich jetzt ganz gerne das Deck löschen und komplett Neues machen. Aber ich glaube, ein bisschen bleiben wir jetzt auf einem Deck. Aber ich glaube, danach werde ich es löschen. Ich habe eh noch Faith in Feuerkampf. Vor allen Dingen, das Blöde ist halt, da haben wir wieder komplettes Gleichdeck, ne? Wie in Trading Card Game 1 mit Turtok und Gyarados. Oh. War halt zur damaligen Zeit das zweitbeste Deck. Nur ein Deck war besser, das Haymaker Deck, aber dafür bräuchte ich
4 Lectex, 4 Nocturns und 30 Lores. Wir haben nur einen Nocturn. Wird schwierig. Gut, ihr Lieben, Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr es wieder in. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissy. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!